Mit Elf, Lasse! We've come a long way, but we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times, but remember this. Hat sich voll etabliert im Kader der Flensburger. Auf rechts außen. Wow, was für eine Karriere. 20 Jahre auf so einem Niveau. Unglaubliche Entwicklung. Du hast alles gewonnen. Ich bin riesenstolz, so lange zusammen mit dir gespielt zu haben. Wir haben eine Freundschaft entwickelt über die Jahre. Auch weil wir so viel zusammen erlebt haben, glaube ich. Dafür bin ich richtig bedankbar und stolz. Und das Leben geht zum Glück weiter und jetzt fängt das richtig an, habe ich gehört. Ich werde das genießen. Dein letztes Spiel hier, das hast du auch, das hast du so verdient. Ich freue mich riesig, irgendwann mit einem Bier zu sitzen und rückblicken also auf die letzten 20 Jahre. Das ist schon geil. Genieß das, mein Freund, und wir sehen uns. Einmal Flensburg, immer Flensburg. Ich habe mir lange überlegt, was sage ich zu Lasse. Ich habe mir dann was aufgeschrieben, weil ihr werdet gleich auch wissen, warum ich das aufschreiben musste. Ich versuche mal kurz, Lasse, einen kleinen Ablauf über die deine 14 Jahre bei der SG zu machen. Lieber Lasse, du bist 2008 von unserem dänischen Ausbildungsverein GOG Gudmill zur SG gekommen. Im Tausch mit Kasper Nielsen, wenn ihr euch noch daran erinnert. Das ist 14 Jahre her und in dieser Zeit hast du dich zu einer absoluten SG-Legende und zu einem unglaublichen Rekordspieler entwickelt. Du hast alles gewonnen, was man im Handball gewinnen kann. Alles. Wirklich alles.
mit der SG bist du in diesen 14 Jahren deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, Europapokalsieger, Supercup-Sieger und Champions League-Sieger geworden. Einige dieser Titel mehrfach. Mit der dänischen Nationalmannschaft bist du Olympiasieger, Weltmeister und Europameister und hast dazu noch mehrere Silber- und Bronzemedaillen gewonnen bei verschiedenen Welt- und Europameisterschaften und Olympiaden. Und dann auch nicht genug. Und dann bist du vor 2008 auch noch mehrfacher dänischer Meister und Pokalsieger gewesen. Das kommt noch oben drauf. Mehr geht absolut nicht im Handball. Damit bist du einer der erfolgreichsten Handballspieler auf diesem Planeten. Als Tobias Karlsson die SG verlassen hat Richtung Heimat, hast du als Kapitän die Nachfolge von Tobias Karlsson angetreten. Völlig berechtigt und auch wirklich in der richtigen Reihenfolge. Auch mit dieser Aufgabe hast du hoch anständig und professionell mit viel Engagement ausgefüllt. Gerade und insbesondere in den schwierigen Zeiten der Pandemie. Über deine Karriere könnte man ein unglaublich dickes Buch schreiben. Lasse hat 14 Jahre für die SG gespielt, zurzeit 653 Spiele und 2.494 Tore. Ich wünsche dir, deiner Frau Sarah und deinen Kindern alles Gute für die Zukunft und ich weiß, dass wir dich noch oft bei der SG sehen werden. Doch dazu kannst du gleich selbst noch was sagen. Harde Gott, Lasse, und mange Tag. Harde Gott. Unsere Elf, Lasse! 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 Dankeschön. Love you too. Als ich das bekannt gegeben habe, letztes Jahr schon, dass ich meine Karriere beenden würde nach dieser Saison, dann kann man ja eigentlich sagen, dass ich Zeit genug hatte, mich zu vorbereiten für so einen Tag wie heute. Aber ich muss ehrlich sagen, die letzte Woche, zwei Wochen war die Hölle für mich, weil man kann sich nicht vorbereiten.
Aber ich werde es trotzdem versuchen und ich werde anfangen, mich zu bedanken. Mich zu bedanken bei der SG Flensburg-Handewitt, weil die vor 14 Jahren an mir geglaubt haben und dass die mich erlaubt haben, meinen Traum zu erfüllen, in diese Trikot zu spielen. Und nicht nur in diese Trikot zu spielen, sondern auch in diese Trikot Titel zu gewinnen. Ich möchte mich auch natürlich bei der Mannschaft bedanken, bei den Trainern. Ein Riesenehr, euer Kapitän zu sein. Danke dafür, dass ich das sein durfte. Ich habe es alles genossen, auch in die schwierigen Zeiten habe ich genossen, euch zu führen. Und ich hoffe, dass ihr damit auch zufrieden seid, weil für mich war es echt eine Ehre, das muss ich sagen. Gibt es viele Leute, Hampus hat das schon genannt, aber gibt es viele Leute, die nicht hier auf dem Spielfeld stehen dürfen und viel Aufmerksamkeit kriegt. Und das sind alle die neben dem Spielfeld stehen, hinter der Mannschaft, alle rund um die Mannschaft. Und das sind natürlich die Physios, die Ärzte, Betreuer, physische Trainer, Geschäftsstelle. Ich kann euch nicht genug bedanken, dass ihr den Job als Handballspieler so angenehm gemacht habt. Und ich bin unglaublich dankbar für alles, was ihr gemacht habt, für mich und für uns die letzten 14 Jahre. Vielen, vielen Dank. Und jetzt werde ich die Deutschfähigkeiten von all meine Familie und Freunde so ein bisschen zur Prüfung stehen, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid, dass ihr in dieser Halle seid heute. Das bedeutet unglaublich viel für mich. Ich habe keine Ahnung, wie viel das für mich bedeutet, dass ihr alle da seid. Ihr seid alle die da oben stehen, noch mehr dazu, aber euch alle. Habt alle einen größeren oder kleinen Teil davon, dass ich auch hier stehen kann heute und eine lange, lange Karriere auch so hier beenden können. Und das macht mich so unfassbar stolz, dass ihr in meinem Leben seid und dass ihr mich erlaubt habt, das hier zu machen. Vielen Dank. Und natürlich werde ich mich auch bedanken bei den Fans. Vielen, vielen Dank für den Gänsehaut jedes Mal, wenn ich den Tunnel reingelaufen bin. Das ist unfassbar, was sie hier macht. Das hat mich gefreut. Vor 14 Jahren habe ich den Gänsehaut. Ich habe heute den Gänsehaut wiederbekommen. Vielen, vielen Dank. Ihr seid einfach überragend. Und ihr werdet mich unglaublich fehlen in der Zukunft. Das kann ich euch versprechen. Vor 14 Jahren
ist eine unglaublich lange Zeit und deswegen habe ich auch überlegt, wie soll man alle diese 14 Jahre so in ein paar Minuten erzählen, was das bedeutet. Und das fällt mir auch schwer und deswegen glaube ich, brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit, die richtigen Wörter zu finden. Und an dieser Stelle möchte ich gerne hier unser Geschäftsführer Holger Glandorf zu mir zu kommen und dann wird er auch was sagen. Danke. Ja, zum einen habe ich noch von vor 2,5 Jahren was einzulösen und das andere ist, dass ich euch versprechen kann, dass Lasse relativ schnell wieder in die Flensarena kommt. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr am 19. August alle zum Jakob Zement Cup kommt, zu unserem Abschiedsspiel. Lasse Allstars gegen Holger Allstars mit wirklich Hochkarätern, die mal bei der SG gespielt haben oder auch nicht. Aber lasst euch überraschen, es werden Namen die nächsten Wochen präsentiert. Und wer kommen möchte, hat jetzt sofort die Gelegenheit, oben am Ticketstand Ticket zu erwerben. Und sonst ab morgen würden wir uns freuen, wenn die Halle voll ist. Und dann sehen wir uns alle schnell wieder. Vielen Dank. Eine Sache dazu, ich finde, das gehört auch dazu, Holger, dass du einen richtigen Abschied kriegst. Das war so eine Riesenkarriere zu beenden, während die Corona voll dabei war, dass es dich nicht berechtigt. Und deswegen freut es mich riesig, dass ich hier die Bühne teilen kann mit dir. Und ich freue mich riesig und ich hoffe echt, dass ihr alle auch da dabei seid. Das würde mich freuen. Vielen, vielen Dank und vielen Dank für heute. Vielen Dank für die letzten 14 Jahre. Ich bin euch ewig dankbar. Unsere Kampf, Lasse! Lasse! Das war zu leise. Lasse!